Das sind Nemo, Clara, Sumo, Jugurta, Jupiter und Baltik. 6 Hunde mit einem ganz exklusiven Auslauf. Dem Garten des französischen Élysée-Palastes. Genau, es sind Präsidentenhunde. Wenn der neue Präsident nämlich in den Palast einzieht, bekommt er die goldene Ordenskette der Ehrenlegion, die Atomwaffencodes und einen Hund. Der erste Hund der 5. Republik ist der von Charles de Gaulle, Razmot. Ein Welsh Corgi Pembroke, Sie wissen schon, diese Wuschelbälle im Schlepptau von Königin Elisabeth II. Sandfarbenes Fell, 25 cm hoch, sehr kurzbeinig also. De Gaulle mit seinen 1,96 Meter fand diese 25 cm wohl sehr, sehr niedrig. Also nannte er den Hund Razmot, Tiefflieger. Auf ihn folgte ein weiterer Welsh Corgi, angeblich ein Geschenk der Gattin des damaligen britischen Premiers, Harold Macmillan. De Gaulle nennt ihn schlicht Razmot II. 1969 zieht Georges Pompidou in den Élysée-Palast, begleitet von seiner Frau Claude, seinem Sohn Alain und dem Hund Jupiter, einem Labrador. Danach kam Valéry Giscard d'Estaing, ebenfalls mit Haustier. Einem Weimaraner namens Jugurta. Jugurta ist der Liebling auf allen Empfängen. Der neue Präsident zeigt sich als Hundeliebhaber und möchte auch einen Labrador, wie sein Vorgänger, und er mag Geschenke. Großbritannien schenkt ihm Samba, aus der hauseigenen Zucht von Elisabeth II. Und hier haben wir Baltik. Die schwarze Labrador-Hündin ist der Star des Élysée-Palastes, seit sie dort mit François Mitterrand weilte. Liebe deutsche Zuschauer, wussten Sie, dass es von Baltik eine Statue gibt, dass sie bei Mitterrands Staatsbegräbnis vor der Kirche stand und dass sie sogar ihre Memoiren geschrieben hat? 4 Bände voller pikanter Anekdoten über die 14-jährige Amtszeit Mitterrands. Wie auch immer, auch Jacques Chirac bekommt einen schwarzen Labrador, Mascou. Als er 1998 stirbt, begräbt ihn Chirac im Park des Élysée-Palastes. Nach französischem Gesetz ist das nur erlaubt, wenn der Hundebesitzer auch der Grundstücksbesitzer ist. Nun ja, Mascou ist bislang der einzige Präsidentenhund, dem diese Ehre zuteil wurde. Sein Nachfolger wird ein weißer, 20 cm hoher Malteser, der paradoxerweise Sumo genannt wird. Er liebte den Élysée-Garten und als sein Herrchen das Feld räumen muss, biss er ihn wütend bis aufs Blut. Sumo beging seinen Lebensabend auf einem Bauernhof. Kurz vor der Jahrtausendwende kommt Carla mit Clara, dem sandfarbenen Labrador von Nicolas Sarkozy. Was für ein Wildfang! Mit den beiden anderen Hunden der Familie Pruni-Sarkozy, Dumbledore und Tumi, zerfetzt er diverse Sitzmöbel im silbernen Salon, in dem Napoleon seine Abdankungsurkunde unterzeichnete. Kostenpunkt 7000 Euro. Danach wird es ruhiger. François Hollands Hund bleibt nur 3 Jahre im Élysée-Palast. Doch der Ex-Präsident hat ihn so ins Herz geschlossen, dass er ihn behält. Um nicht dumm dazustehen, braucht Emmanuel Macron natürlich auch einen Hund. Hier sehen wir ihn, Nemo. Der Tradition nach ein Labrador, doch auch ein Symbol des Wandels, denn er ist ein Mischling aus dem Tierheim. Sein Revier hat er bereits markiert, bei einem Fernsehauftritt mit dem damaligen deutschen Außenminister, als er ungeniert an den Kamin im Élysée-Palast pinkelt. Sie sehen, dass all diese offiziellen Haustiere, die von Charles de Gaulle ausgenommen, Labradors sind. Vielleicht, weil es Jagdhunde sind, denen man Intelligenz und Stolz nachsagt. Die übermütigen Welpen werden zu umgänglichen Begleitern dressiert. Vielleicht sind es deshalb so gute Blindenhunde, aber sehen Sie darin jetzt keine Anspielung. Und in Deutschland? Der Hund gehört dort nicht zu den traditionellen Attributen der Macht. Vielleicht liegt es an diesem Reichskanzler der 30er Jahre, der sich gern mit seinem Hund Blondie zeigte. Dass es danach auch noch andere gab, bezeugen ein paar rare Fotos. Konrad Adenauer hatte einen Rottweiler, Helmut Schmidt einen Golden Retriever und Willy Brandt sogar mehrere Hunde. Doch all das ist Teil des Privatlebens. Angela Merkel hat man, trotz ihrer inzwischen 4 Amtszeiten, noch nie mit einem Hund gesehen. Nein. In Deutschland stellen die Machthaber ihre Familie nicht zur Schau, genauso wenig wie ihren Hund oder ihre Katze. Apropos Katze, es gibt keine Katze im Élysée-Palast. Dabei gibt es in Frankreich doppelt so viele Katzen wie Hunde. Im Internet werden sie geliebt, denn sie sind ja so niedlich. Nichtsdestotrotz wird der Katze immer noch nachgesagt, sie bringe Unglück, sei dämonisch, faul und hinterlistig. Und das ist nicht sehr präsidial, nicht wahr?